сумуємо, не пруху висиджуємо. От послухайте краще. Питає бувалий у новачка. Що береш? Втратити броню чи хабар? Новачок не дурний виявився і відповідає. Виберу не ходити на терикон. Ну так, на трієчку. Na, Stalker, willkommen zurück. Ja, es ist schön, die Originallieder hier einfach zu hören. Richtig klasse. Bisschen was ist ja schon cool, auch wenn ich immer noch sehr skeptisch bin. So, wir machen noch eine Sache. Deswegen, wir sind ja in der letzten Folge, eigentlich haben wir ja die ruhige Zone verlassen. Ich habe mir gedacht, ah, ist aber doof. Weil ein bisschen gucken wollte ich noch. Und ich komme hier aktuell... hier ist irgendwie Mist passiert. Ich möchte hier gar nicht erzählen. Das machen wir demnächst. Aber hier ist dann noch eine Quest offen, die habe ich ja zum Anfang ausgeschlagen. Und zwar diese, sehr bekannt durch Trailer, diese Mondfeld-Quest. Und die hatte Mitya ja für uns. Na, ich mache das jetzt. Одне, що десь зони. Багатьох притягує, та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає. Очі злипаються. Раніше ж до аварії там наш хутір був. Та і є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хіба що псих якийсь. Угу. На дан. Гульба достарав. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону, заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Ось ці закеля. Можеш дати координати погреба? Вибач, сталкере, тут нічим не зараджу. Знаю точно, що погріб десь на Маковому. Ну, класа. А ось де саме. Надто сильно там все змінилося. Окей. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. Energy drink soll ich mitnehmen? Haben wir was gelagert? Natürlich keine Energy Drinks, aber komm, ich habe 7 Stück. Das sollte wohl gehen. Ich habe auch eine SVD gefunden, aber die ist hart im Hintern. Und ein bisschen Goldfisch habe ich noch aufgetrieben. Aber das ist alles aktuell nicht wirklich vonnöten. So. Und ich habe jetzt doch in dem in unserer eigenen Truhe einen USB-Stick gefunden. Da spricht ein Journalist mit uns und aber der verrät uns verschiedene Verstecke, genau. Und eins war hier im Dorf. Und eins habe ich hier noch in der ruhigen Zone geholt. Und da haben wir jetzt die hierher bekommen. Alles andere hatte ich, glaube ich, verkauft. Da war noch ein Anzug mit bei. Aber alles nicht so meine... Nichts für mich mehr. Aber wir haben eine MP5 bekommen mit Monolithertarnung. Fand ich ganz lustig. Habe ich die alte verkauft und die nochmal neu aufgerüstet hier. Das war völlig bescheuert, weil die Werte gleich waren. Aber... ja, was soll's. Für den coolen Skin. Hä? Für den coolen Skin. Wobei sich die Kosten für die Viper beim Aufrüsten so Grenzen halten. So, jetzt bin ich ja gespannt. Ob wir den Keller da finden, bevor wir da ruhig verrecken. Das sah ja mal echt schön aus. In den Trailern. Es sieht doch heute allgemein besser aus. Ich habe ein bisschen die Schärfe hochgestellt, weil mir das teilweise echt zu matschig war irgendwie.
Mit dem Schatten, wie er so jungelt. Wie so eine kleine süße Maus, die einen ganz tollen Tag voller Spiel und Spaß vor sich hat. So. Ich finde, man sieht von den Hey, nennt man diese AI, was so stattfinden soll. Wo sind die jetzt hin? Ist da gerade Leute gelaufen? Ich finde, davon kriegt man echt wenig mit. Dafür, dass ich glaube, weil die Welt einfach jetzt so groß ist. Er hat sogar einer gegähnt gerade. Sollen das? Aber es sind eh nur wieder lästige Banditen. Ja, wo man nie was bei. Alles Lappen. Ja, entweder verläuft sich das zu krass. Oder das funktioniert halt nicht richtig, ne? Also ich habe so eine Begegnung vielleicht jetzt zweimal gehabt. Und es wirkt halt echt aufgesetzt irgendwie. Gerade bei Gegnern, die dir einfach so ins Gesicht gesetzt werden. Was ist denn jetzt los? Oh, ihr seid zu viele. Ihr seid zu viele. Bring halt so ruhig, ne? Oh, er ist gerade nicht gerannt. Wie viel leckeres Fleisch das jetzt wäre, was ich mir grillen könnte. Und eure Augen ich an Forscher verkaufen würde wollen. Aber nichts kann ich machen. Ich werde das jede Folge erwähnen, bis das da ist. Jede Folge. So, ist. Aber wir sind noch nicht da, ne? Was? Schlüpfiger Demon? Und wie saß er? Bummer. Schlüpfiger Demon. Schnapp dir 4 Schilder und stell sie um die Hütte in der Nähe des Gebäudes auf. Das wird unser Versteck. Die Grünschnäbel fürchten sich so sehr vor Strahlung, dass sie einen großen Bogen um die Hütte machen werden. Ist es so. Aber nur die Grünschnäbel, nicht wir. Keine Helden der Zone. Ach, da ist unser Feld. Okay, spannend. Aber erstmal quatschen wir mal kurz mit dem Typen, der sich hier anscheinend nicht selbst verteidigen kann. Was ist los hier? Жак, ты це бачив? Я вже думав застрягну в цій хаті. Або закінчу, як той чувак біля сараю. Ти злякався декількох плотей, я правильно зрозумів? Тобі смішно? Ти хоч знаєш, скільки Миколаїч бере за лікування? Я манав зливати весь хабар на лікаря через те, що мій кореш баран.
Що сталося? Ну, я з напарником йшов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить: «Мутанти, бляха! Жесть!» Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну, я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері на зустріч смерті. Цікаво усуває. Also, wenn er da gehämmert hat, dann war da bestimmt noch ein Moment Zeit, um ihn reinzulassen. Ти замкнув двері у свого друга перед носом? Він помер через тебе. Він помер, бо тупий. І навіть якби це була моя провина, мені що, плакати по ньому? Це зона, братан. Хто мені тут суддя? Ja, die Zeit. Час покаже, хто був правий. А хто ні? Та ні, я в цю хрінь не вірю. Бувай, сталкере. Ja. Ja, das macht die Zeit, die kümmert sich immer um so weit. Bier ist ein bisschen was wert, halt festgestellt. Kann man für 75 Rubel verkaufen. Das war ich auch fertig, dass das hier Marken heißt, ne? Ja, nenn hier mit Marken. Das war hier in der DDR sind, Alter. Ich meine, ist ja so ähnlich, aber. Jetzt sind Rubel, sind immer Rubel gewesen. Achso, damit haben sie jetzt die Booty abgesichert, ja. Stalker, прийом. Якщо ти нема коли зібрався, зайди, поговоримо. Помо. Wenn dir der normale Po nicht ausreißt, bestellst du einfach Pomo. Ich hätte auch gern so kleine Ingame-Achievements wieder. So wie was bei Call of Pripyat war. Das fand ich auch richtig cool eigentlich. Das war nicht zu viel, das war genau richtig. So für ein paar coole Errungenschaften so ein paar kleine Boni bekommen. Naja, für 100%. Jetzt ist wieder Übergewicht. So, mal gucken. Wo ist denn unser werter Freund Promor? Da drüben. Es sieht ja eigentlich ganz flauschig aus hier. Ist aber ganz schön tief angebracht. Da kriegst du ja, dann nimm mal einen Eimer runter. Na, jetzt wurde verändert alles. So, Promo wohnt anscheinend hier. Ich check erstmal seine Scheune. Ob er nicht ein Verrückter ist, der hier einfach nur Leichen lagert oder so. Sieht ordentlich aus. Na denn. Hallo. Oma steht einfach in seinem Haus. Ich nehme mal dein Brot. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. Ist dieselbe Frage, könnte ich dir stellen. Бачу, ти це місце добре знаєш. Чим саме макове поле таке небезпечне? На сон клонить. І опиратися цьому марно. Якщо в приміщенні не сховатися, то лише енергетик допоможе. Також чутися може різне. Поле так на мізки впливає.
Was machst du hier? А сам, що тут робиш? Живу. Працюю. Багато хто на Макове без підготовки приходить. Через те тут і залишаються. А я збираю і продаю те, що їм вже не знадобиться. Das ist ehrliche, schöne Arbeit. Один сталкер, Мітяй, попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на Маковому полі, в погребі. Бачив я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати. А не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я поки натрапив на цей погріб, все Макове вздовж і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. 2000. Та я й сам впораюся. Думаєш, що там того поля? Ну, щасти. Якщо не знайдеш погріб, заходь. Я поки що тут буду. Ніяко. Шнака. О! Oh, schade. Warum ist dein Rucksack leer? Ich komm wieder. So, er sagte, drin ist auch okay. Was sagt denn die Map so grob? Kann man das vielleicht ermitteln, wo hier der Dings ist, der Keller? Der Keller ist ja eigentlich immer im oder am Haus. Das wird vermutlich nicht so sein, weil es dann zu einfach ist. Wir checken erstmal das hier hinten ab. Dann berühre ich schon mal ganz zärtlich das Mondfeld. Oh. Das ist ja assi. Ich bin ja nur angeditscht hier. Was? Ach hier. Guck mal, da war schon mal noch ein Energy Drink drin. Energy Drink. Befasst das Bedürfnis, was abzuwerfen, da, ne? Die Frage ist. Was? Was machen die denn da? Schmeißt die schon Granaten, Alter. Oh, Mann, du musst mir helfen. Nein, mach das Brett auf, Mann! Ja, nicht, was hier los ist. Ich verstehe hier immer nicht so richtig, wer Feind ist und wer nicht. Und lasst uns mal unsere Power AK rausholen. Steckt mal. Schmeißt schon wieder her. Den haben wir es gezeigt? Haben wir? Okay. Guck mal, ich eine AR. Das findest du aber auch nicht oft. Aber was waren das jetzt für andere? Das ist eine M10 Gordon. Warum bringen die jetzt hier neue Waffen mit, die? Ist bei ihnen alles in Ordnung? Wollen wir handeln? Ich habe nur das gute Zeug. Er hat 700 Dings. Waffenkofter schon mal ja nicht. Was ist das hier? Fleischklumpen. Wo ich den denn hergezaubert? Ah. Die kauft er nicht an. Waffen haben sie keinen Bock drauf. Ich muss aber irgendwie ein bisschen gewichtlos werden jetzt hier. 5K! Ja, nimm einmal ein Brot.
Gott, die Ärsche, das macht ja gar keinen Sinn. Das schmeiße ich ja lieber in den Dreck. Ist das uns... Das ist das unbefriedigend. Ja, ich muss ja vielleicht rennen jetzt. Aber die ist hier eh kaputt. Und sowas spielt die auch nicht. Na, Rattenwaffen. Mhm. Naja, vielleicht demnächst. So, jetzt aber endlich mal hier ins Feld. Ab in die Feld. Ich trau mich irgendwie nicht. Weil das hier so krass gewirkt hat auf mich gerade. Also wie soll ich das machen? Vor allem sehe ich nicht richtig. Wenn ich kann ja dann auch sterben, wenn ich einpenne, ne? Aber wann ist es denn soweit, das abzuschätzen? Die Energy Drinks, die haben jetzt nicht so richtig geholfen, fand ich. Ganz ruhig. Guck mal hier. Hier gibt es sogar eine Notiz. Okay. Sammeln wir das doch bitte erstmal alles ein. Energy Drink von anständigen Leuten. Nimm, was du brauchst. Lass da, was du kannst. Das ist doch hier von Walking Dead. Das kenne ich noch. So, in dem großen Haus. Das sieht ja aber anders aus als die anderen Mohnblätter. Oh, der fliegt ja in das Haus. Ist das Zeichen? Er macht immer dieselbe Spur. Jetzt. Ach Mann, ey. Warum? Was hier ist markiert? Mondfeld. Anomaliegebiet. Keller auswendig machen. Da ist oben versteckt drin. Ah, ich hab. Das kann ich bestimmt erlegen da. Kann ich hier am Wasser langlaufen? Kommt man hier irgendwo wieder hoch? Chemiefabrik. Guck mal, hier ist man anscheinend draußen.
Ich überlege gerade, ob man hier jetzt einfach irgendwie rüber geht. Bei den Häusern wird es ja nicht sein. Ich vermute, dass das in einem dieser Kreise dann vielleicht auch sein könnte. Wir müssen es ja einfach riskieren. Ich weiß halt nicht, ob es einen Unterschied macht, ob wir rennen oder nicht. Oh, guck mal hier! Sind wir hier sicher? Oh, und Stalker. Cäsar. Stalker ohne Nachnamen. Da ist die Ikone. Die haben sie jetzt hier erfüllt. Schnell zurück irgendwie raus. Von wo kamen wir? Auf! Ich kann die auch Pomor verkaufen. Ich kann mir nur einfach erzählen, dass ich den gefunden habe, oder kriegt es aber nicht oder so. So ein bisschen vor der Nase halten. Ich weiß ja nicht, also nur mal so gesponnen, wie das ist, ob wenn man jetzt Stalkern irgendwas gibt und die dann abknallt, ob man das dann wiederbekommt. Theoretisch. Da könnten wir ja aus der Situation. Können wir doppelt was rausholen? Wir können das ja einfach mal testen. Ich meine, Pomor wird keiner vermissen, so wie der hier lebt. Hallo. Pomor. Boah, ist ein Duser. Wir speichern mal. Слухай, а нащо тобі цю ікону до залісся тягнути? Віддай мені. Gib mir eine Waffe. Я тобі замість неї ствол дам. Особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні більше ніде не знайдеш. Ну що, згоден? Also jetzt möchte ich keinen sinnlos abknallen halt, ne? Komm, wir gucken uns mal die Waffe an. Добре рішення. Одразу видно, природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі дорожче. А за ікону не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Jetzt habe ich hier nochmal so ein AK-Ding gekriegt. Ach, so ein AR, ja. Eines unbekannten Stalkers. Die Werte sind doch gleich, oder was? Deine Einstellung gefällt mir nicht. Schlüssel. Kondensmilch. Mal Pomors PDA. Lass uns mal vielleicht. Hat er doch Dreck am Stecken, aber das war gar nicht so eine doofe Entscheidung. Unterhaltung zwischen Pomor und dem Lumpensammler. Lumpensammler, es gibt neue Bestellungen. Alles bleibt beim Alten, aber ich brauche die doppelte Menge Munition. Die verkauft sich wie warme Semmeln. Wir haben hier eine wahre Nagerplage. In einer Woche ist alles bei dir.
Wie, du schläfst ein. Du bist der Lieferant meines Vertrauens. Mir passiert schon nichts. Ach, hier hätte man die Karte jetzt gehabt. Ah, okay. Naja, aber Mensch. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen wild, aber komm. Ich kann ja die eh nie wegschmeißen eigentlich, ne? Ach, die Gott, die ist bei 10%. Das Wertvollste darin ist die Munition. Das ist halt ganz cool, ne? Dass man halt einfach auch mal Arsch sein kann. Das ist mir letztens auch passiert. Da bin ich am Rand hier der ruhigen Zone rumgesteuert. Und dann hat irgendwer gerufen, dass er... Ich war schon in einem... Ich bin mit einem Detektor bin ich durch ein Anomaliefeld gelaufen und hatte dann auch schon Anzeigen für Artefakte. Und bin dann halt durchgesteuert mit meinen Schrauben. Und dann habe ich immer gehört, dass irgendwer was ruft. Ich habe das aber erst zu spät gemerkt. Er wollte, dass ich seinen Kollegen raushole. Ich dachte, der lebt noch. Und ich habe währenddessen aber schon die Leiche dafür geplündert, die da mit in dem Anomaliefeld lag. Ja, und der hatte ein Artefakt bei und ein bisschen Plunder und habe ihn mir dann über den Rücken geschmissen und rausgezogen. Ja, und dann packe ich sie ab bei ihm. Und dann meinte er, naja, so ein bisschen Respekt jetzt. Er möchte alleine sein und so. Belohnung krieg für die Scheiße nicht, weil ich habe ja schon den Körper geplündert. Und dann habe ich mir gedacht, du blöde Arschloch. Das wusste ich ja nicht, dass der das ist zu dem Zeitpunkt. Du kannst es auch gerne haben, aber die Option hat man ja aber nicht. Und dann habe ich ihn daneben gelegt, halt neben seinen Kameraden. Bin dann auch los. das ist die Zone. Das ist die Zone. Also man kann ja vernünftig drüber reden, wäre ja möglich gewesen. Aber wenn man mir gleich so kommt... Ey, aber wäre jetzt echt der Müll gewesen, so die Waffe, ne? An sich. Ich meine, klar, wir haben jetzt zufällig das Modell in einem besseren Zustand gefunden durch eine zufällige Schlägerei. Dafür kann Pomo nicht, aber an sich hoffe ich mir jetzt von Mietja ein bisschen mehr. Wenn es Kohle ist. Ich finde so von Quests her verdient man echt nicht viel. Für das, was man hier teilweise ausgeben muss für Ausrüstung und Verbesserungen, ist das ein schlechter Witz. Ich war ja, habe ich ja auch mal erzählt, ich war ja Banditenjagen für 600 Rubel. 600 Rubel habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt. Und der Weg dahin war gefährlicher als die Banditen. So, Mietja. Oh, nee, sag nicht, du bist jetzt pennen gegangen. Ah, der hängt in der Kneipe ab. Das verstehe ich natürlich. Feierabend hier. Ага, як тільки оточення зняли, одразу з'явився. Каже, скучив за вилазками. Так а чого ж він по малій зоні хлопців не водив, поки кордони були закриті? Ого, сталкери, вдалося дістати мою ікону? Тю, більше скарги дядька Льоні слухай. Йому не думав, що ти в цьому всьому братимеш участь, ще й так плідно. А воно он як вийшло. Щось мені підказує, що зона про тебе ще почує. А от хороше чи погане, не знаю. Будемо бачити. Не зникай надовго. Und ihr Clowns müsst euch jetzt hier dringend unterhalten, oder was? Ну, що тобі? Ага, давай. Was ist denn jetzt hier?
Deswegen kann ich jetzt nicht zu Mietje, oder was? Вітаю тебе. Ти чого хотів? Ich hab den Bild. Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона. Ось гроші. Отже, не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив, сталкере. Ja, gerne. 57 Kronen. Hau doch mal ab jetzt hier. Ja, für den Barkeeper kann man so einen Haufen Dulli-Quests machen, ne? Die ganze Zeit nebenbei. Weiß gar nicht, was da noch geht. Wir können ihn ja nochmal kurz ansprechen. Ja, jetzt macht ihr Feierabend oder was? Verpisst euch raus, Junge. Nur um mir auf den Sack zu gehen. Ну, от усе і розв'язалося. А крику то було. З усіма можна домовитись. Тільки в зоні такого бажання, якщо аномалія, то оаза. Якщо досліджувати, то одразу ЧАЕС. А якщо чубитися, то одразу з вартою. От ти розгрібаємо потім. Рідете я? Роботу шукаю. Запропонувати. Ще питаєш. А, кума. Ліге флайш. Das mit den Mutanten, das bleibt halt kacke, ne? Aber besorge ein Artefakt für 3,7? Артефакти, які з зони винесли, згасають доволі швидко, сам знаєш. Тож попит на них завжди стабільний. Так що одна нога там, інша тут, а в кишені купони, якщо не налажаєш із замовленням. Що ще можеш запропонувати? Все, окей. Артефакт, так що... Підходить. Einfach irgendeins? Finde ein Wirbelsturm-Artefakt. Ah, das ist ja was anderes. So, dafür gibt es auch keinen Ort. Das ist jetzt eine zufällige Sache, oder? Ja, finde ich gut. Das versteckt das. Ups. In Ordnung. Gut, Leute, ich werde jetzt hier ein bisschen unseren Kram verkaufen. Vielleicht nochmal zum Mechaniker ran. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stalker 2. Und zwar... Was ist denn das eigentlich hier drüben dann? Im Gebiet. Verbrannter Waldchemiefabrik. Was ist das hier? Das ist einfach nur da. Das hier wird vermutlich der rote Wald sein. Oder auch nicht. Hier ist auch noch ein bisschen was. Das ist ja der Cordon. Na gut, aber wir sehen uns dann hier irgendwo wieder. Und mal gucken im Gefangenenlager, was da so abgeht. Liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal.